Zunächst ein paar Grundüberlegungen zum Thema Dienen. Dienen heißt vieles. Behilflich zu sein, sich freiwillig einer Idee, einer Person, einer Sache unterzuordnen oder in abhängiger Stellung gegen Lohn, Gehalt und Arbeit zu leisten. Insgesamt dienen heißt, einen Beitrag zu leisten. In der heutigen Zeit scheint Dienen aus der Zeit gefallen. Manche sagen, Dienen sei überholt oder habe ausgedient. Ich bin anderer Auffassung, fundamental anderer Auffassung. Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft und 70% der Erwerbstätigen sind im Dienstleistungssektor tätig. Da verwenden wir den Begriff des Dienens mühelos. Dennoch, Dienen gilt als unpopulär, weil es nicht das eigene Interesse in den Mittelpunkt rückt. Aber guten Service wollen wir alle. Wir wollen gerne im Hotel gut bedient werden, bedienen selber wollen wir nicht so gerne. Das passt natürlich nicht zusammen. Dienstbereitschaft Einzelner ist eine unverzichtbare Voraussetzung für das funktionierende Miteinander in der Gesellschaft. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Eine Gesellschaft ohne Dienstbereitschaft hat auf Dauer keinen Bestand. Im Begriff des Dienens bündeln sich die Tugenden eines Soldaten genauso wie im Begriff des Führens. Dienen und Führen sind Kern soldatischen Selbstverständnisses. Ohne Führen und ohne Dienen gibt es keine funktionierende Armee. Erst recht nicht in der Demokratie. Soldaten, die nur für Geld ihren Job machen, sind Söldner. Und wir wollen keine Söldner als Soldaten. Das Dienen steht für die freie Entscheidung, nicht für Unterwürfigkeit, für den Einsatz für unsere Verfassung, für Frieden, für Recht, für Freiheit, im äußersten Fall mit dem eigenen Leben. Es gibt keinen anderen Beruf als den des Soldaten, der dies von seinen Angehörigen verpflichtend, und zwar strukturell verpflichtend, verlangt. Und Deutschland, das steht für Heimat, das steht für Patriotismus, für unser Vaterland, für den internationalen Auftrag und für die internationale Verantwortung unseres Landes. Ich fordere immer wieder, Soldaten verdienen für ihren Dienst nicht nur Anerkennung. Ich bin ja noch sozusagen im geteilten Deutschland sozialisiert worden politisch. Und da sprach man von der, Sie werden sich erinnern, Anerkennung der Oder-Neiße-Linie oder Anerkennung der DDR. Das war sozusagen im Sprachgebrauch eine Art, naja, dann werden wir euch mal irgendwie anerkennen. Das ist etwas anderes als Wertschätzung. Anerkennung dessen, was die Bundeswehr, was Soldaten für die Gesellschaft tun, ist selbstverständlich, aber zu wenig. Ich werbe überall und gerade in bundeswehrkritischen Kreisen für Wertschätzung durch die Bevölkerung. Wir können zufrieden feststellen, dass die Wertschätzung für die Bundeswehr und für die Soldaten in den vergangenen Jahren ganz erheblich zugenommen hat. Für die Institution der Bundeswehr, die ein hohes Ansehen genießt, wieder ein gestiegenes Ansehen in der letzten Studie, die man jetzt im Stern nachlesen kann, ein gutes Ansehen als Arbeitgeber und ein gutes Ansehen des Berufsbildes des Soldaten. Die Bundeswehr hat ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft. Hohe Wertschätzung von außen, die Bundeswehr nicht überall, aber doch viel mehr als früher und stark hat, wird, und das ist eine meiner Thesen, in der Bundeswehr oft nicht so richtig wahrgenommen. Darauf wollte ich auch mit meiner Rede vor der Universität der Bundeswehr, aus der dann das Interview in der letzten Woche geworden ist, hinweisen. Die öffentliche Reaktion, wohl auch die Reaktion in der Bundeswehr, zeigt, ich habe mit den Vokabeln gieren und süchtig nicht den richtigen Ton getroffen. Die Melodie bleibt aber richtig.
Soldaten und Mitarbeiter der Bundeswehr haben allen Grund, selbstbewusst und stolz zu sein. Das sollten sie tun, das sollten sie zeigen, das tun sie auch. Und das ist die beste Werbung für das Außenbild der Bundeswehr. Anerkennung wächst durch selbstbewusstes Zeigen eigener Leistung.